Hallo und herzlich willkommen zurück zu Arcanelico Melody of Elemia. Wir sind jetzt kurz davor, in Mishas Heiligstes einzutreten. Und okay. Das ist es? Oh.塔の中に救うウイルスを封印するための祭壇。こんなところで。そう。ここでミシャ。竜の系譜と言われるレーバテールが歌うことで、世界はウイルスから守られる。そう。私は31代目リュウ。本当の名前はミシャ・アルトセルクリュウ。 昔、この世界に大きな戦争があったわ。人間と霊馬帝軍の大きな戦争だ。ミュールは人と敵対する霊馬帝軍側を指揮していたの。そしてミュールはその戦争で浮遊大陸に半分を落とし、最悪の被害を受けた。そのミュールを封印したのが この私。その本体はここにある巨大な神器クレセントクロニクル。なんだって。何度も言わせないで。このクレセントクロニクルが本当の私。タスティエラという存在は私の目でしかないの。 どういうことなんだ? タスティエーラはテル族じゃないのか? 昔はテル族だったみたい。でももうそんな昔のことは記憶からなくなってしまった。私の使命はミュールを未来永劫封印し続けること。それだけ。ミュールってのはどんな存在なの? レーバテイルを指揮したって言ってたけど。 今はただのウイルスよ。姿形のないエネルギー体。私の目であるタスティエラと同じでね。とにかくその母なるウイルス体ミュールが活性化している。それもそのはず、ワクチンであるあたクロニクルキーが歌われていないんだもの。 このままだとクレセントクロニクル自体もあと1年と持たないわ。だから一刻も早くクロニクル機を取り戻してきてほしいの。なあ、もしクレセントクロニクルが壊れたらタスティエラは。もちろん消えてなくなるわ。 Okay. Ne, Tastiera. Uta o torimodoshitara, watashi no karada tte moto ni modoru no kana? Misha no hanashi o kiku kagiri de wa, machigai naku modoreru to omou. Sou. Sonna ni shinpai shinai de. Moto no karada ni modoru honhou wa kanarazu aru hazu dakara. そうじゃないの。逆なの。私、元の体に戻るのが怖いの。大きく。どうして。それは。全く誰なんだろう。クロニクル機を盗んだ奴は。いいことなんて何もないのに。 ボルド。前にボルドがミュールって言ってなかったか。
しまった。ロッカーで油断しすぎたか。どこまでも汚い企業だな、テンパってところはよ。だよしかし、そんなことは俺にとってはどうでもいいこと。ミュールさえ復活しちまえば、テンパとか教会とか面倒くせえもんはなくなるからな。ミュール、そういえば言ってたな。でもボルドはもう死んじゃったから。甘いな、テンパだ。ボルドだけじゃねえ、テンパが何か企んでやがる。とにかく一刻も早く蛍横丁へ行った方が良さそうだな。ミシャ、ごめん、ずいぶん待たせちゃったわね。タスティエラと何の話をしていたんだ。それは秘密です。さあ急ぎましょう。Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Da kommen wir nicht durch. Also wir wissen, Board, also Tenba hat irgendwas mit dem Virus. Nur die Frage, was genau und wieso? Wollen sie erneut einen Kampf der Revitates gegen die Menschen oder wie die Revitates behandelt? Würde ich das einmal nicht sehen. Das ist alles ein bisschen mysteriös. Ihr dürft natürlich gerne eure Theorien in Kommentare schreiben. Kann man ein bisschen gemeinsam philosophieren. Wie gesagt, ich habe Artelico Melody of Alemia. Meistens bin ich nur ein bisschen über Kapitel 1 hinausgekommen, aber nie sehr weit. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich von der Story auch nicht mehr so viel Blassenschimmer habe. Ich eigentlich nur hoffen kann, dass ich ein bisschen mitkomme. Oh, ich habe einmal zu viel Dreieck gedrückt. Ah! Also ich sehe mich jetzt natürlich hier noch ein bisschen um, weil Loot. Und ich habe jetzt Loot. Loot for the world. Ich komme lang. Oh, da kommen wir her, okay. Seid ihr ins Kopf? Ach, Grusche, du bist echt ein bisschen weak.
Ich dachte, dass wir den so ausgeschaltet bekommen. Wann gehe ich denn jetzt hier zurück? Bin heute ein bisschen verpeilt. Natürlich die Frage, was als nächstes? Wir müssen ins Gebiet von Tenba kommen, irgendwie. Tenba hat die Luftschiffe. Also sozusagen ein Einreiseverbot gegeben. Wird also nicht so leicht dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Krusche Schätzchen, dann pack mal dein Tablet aus. Finde ich voll nice, diese Technik. Doch, echt jetzt? Dein fucking Ernst? Glaubst du, du überlebst das? Nein, wir werden keinen Brenner benutzen. Rainer, beende das. Mach put. Sollten wir mal wieder zu Emphina gehen und zum Tempelgrund. Vielleicht kriegen wir jetzt doch noch ein paar Informationen. Ja, da waren wir. Gehen wir mal ins Restaurant. Resten dort ein bisschen. Dann können wir mal gucken, was unser nächstes Objekt ist. Und komm rein.
Deiner, kann ich mit dir ein bisschen reden? Micha, was ist los? Du bist nicht verletzt nach all diesen Kämpfen, oder? Ich dachte, du könntest verletzt werden, weil du für mich kämpfen und mich die ganze Zeit beschützen musstest. Aber es scheint nicht so, als hättest du es schwer gehabt. Also denke ich, ich muss mir keine Sorgen machen, dass du verletzt wurdest. Danke, Leiner. Oh. Vielleicht sollte ich mit Micha reden. Übrigens, wir haben immer noch nicht alles vom Crescent Chronicle gesehen. Ja, dieser silberne Zaun schien ziemlich, beständig zu sein. Vielleicht gibt es dort einen wichtigen Mechanismus im Tower um diesen, also im Turm um diesen, hinter diesem Zaun. Ich bezweifle, dass es so etwas ist. Warum das? Nur meine Intuition, aber ich denke, es ist ein ziemlich großer Schatz hinter diesen Türen. Ich kann das irgendwie riechen. Wenn es dich so sehr stört, warum lässt du es Tastiella nicht einfach für dich öffnen? Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich habe sie schon mal gefragt. Und? Was hat. Und sie hat Nein gesagt? Ja, das war, als ich klein war. Aber ich war außerdem neugierig. Also bin ich zu ihr gegangen und habe sie gefragt. Tastiella wurde dann ziemlich aufgebracht, hat mich angeschrien und mir gesagt, nicht dorthin zu gehen. Bist du sicher, dass das so passiert ist? Das war das einzige Mal, dass ich Tastiella so gesehen habe. Siehst du? Bist du jetzt nicht auch neugierig? Aber es scheint, als würde sie es niemals öffnen. Also... Jetzt bereue ich es, gefragt zu haben, weil ich es niemals erfahren werde. Ich hatte niemals gedacht, dass ich jemals in der Lage sein würde, den Crescent Chronicle zu sehen. Und du hast das Zimmer gesehen, in dem ich war. Ein bisschen peinlich. Huh? Ist das wirklich etwas, was einem peinlich sein sollte? Aber es ist irgendwie sowas wie mein Zimmer. Also ist es... Besonders auf die Art und Weise. Ich habe dort lange Zeit gelebt. Es ist der Ort, wo ich singen musste. Oh ja, das stimmt. Aber... Aber wie mein Zimmer möchte ich dorthin nicht zurückgesendet werden. The current objective. Okay, zu Nemo. Dann wissen wir doch schon Bescheid. Ach, hier, okay. Oh, doch. Willst du nicht, dass die Leute sich seltsam verhalten? Ja, du hast recht. Jetzt so laut. Und? Entschuldigt uns. Was geht hier vor sich? Es ist ein Sturm. Hast du es nicht gehört? Der Sturm! Er sieht aus wie ein Tornado und ist direkt unter dem Kontinent. Ich dachte, der Wind würde in letzter Zeit stärker als gewöhnlich pusten. Ich wusste, dass etwas kommt. Sie haben alle Flüge zum Firefly Alley gecancelt. Ein Tornado? Verdammt, wir können nicht zur Firefly Alley. Wir fragen besser die Leute hier darüber. Okay. Wir sollen die Leute fragen, aber keiner redet mit uns. Oh je, ich wollte zu der Händlerin da hinten. Hier. Hey, wonach suchst du? Was muss ich, wonach ich suche?
Lieder, die wir noch nicht haben. Ach doch, wäre das jetzt ein PlayStation 3 oder 4 Spiel, hätten wir da sicher irgendwann Trophäen dafür erhalten. Für den ganzen Scheiß. So-so-Shit. So-so-Barrier. Irgendwas verkauft. Okay, wir haben ein Resonance Shield zu. Ich werde sicher wieder bereuen, den Verkauf zu haben, weil irgendwann kommt verkutzter Ritter wieder in die Runde und dann haben wir ihn ausgezogen. Dann ist er nackt. Haben wir nichts. Man hört es nicht, wenn ich summe. Aber hin und wieder kommt mal was durch. Ja. Gut. Charaktere nicht ordentlich aufgerüstet. Also wenn sie sagen, fragen wir mal die Leute, heißt es, wir fragen Claire. Itsumademo kotakota itteru to honki de tsubusu ore. Sunao ni yuu koto o kiita hou ga ii yo. Koitsu hontou ni yatchou yo. 何度言われても変わりません。私がここを出ていく理由はありませんから。いい度胸じゃねえか。レバテールの分際だ。やばいぜ。おい、お前ら。なんだてめえら。 Hier findet gerade voll die harte Schlägerei statt. でも、あいつらだって。でもどっこいもないわよ。助けてくれたのは嬉しいけど、ちょっと行き過ぎね。それにあなた、本当にあれでいいの？あれで満足してる？え？満足？力で制すれば、また力による反抗が起こるだけよ。 そしてそれは繰り返される。何度も、何度でも。ごめんなさい。ちょっと言い過ぎたかしら。でもやっぱり、問題は平和的に解決できるのが一番いいと思っちゃうのよね。歌、聞いてく？
Erst Standpauke und dann singen, ja, ja. Rezept, das ist ganz. Irgendwie beruhigt ihre Stimme. Ich muss ja sagen, ich mag allgemein den Soundtrack der Artonellico-Reihe. Mal gucken, ob wir was grabmerten können. Moment. Wo wurde Medizin grabmerten? Oh, ja. Selbst wenn die Feinde langsamer werden, bedeutet das nicht, dass sie nicht angreifen können. Richtig? Ist es nicht lustig, dass du nicht einmal den Angriffen eines richtig langsamen Feindes ausweichen kannst? Das denke ich auch. Aber irgendwie sind sie halt immer in der Lage zu treffen. Das soll sie eigentlich ziemlich langsam machen, also ist es ein bisschen seltsam. Nur jemanden zu verlangsamen bedeutet nicht, dass auch seine Genauigkeit verschwindet, ha? Also, gibt es keinen weiteren Effekt als nur den in der Beschreibung. Nun, sah der Name dem Effekt gleichen soll, warum nennen wir es nicht Turtle Transformator? Turtle Transformers. Klingt so ein bisschen nach Transformers meet Turtles meet something. Okay, muss mal wieder ein bisschen Zutaten sammeln. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Wir gucken beim nächsten Mal, was wir machen müssen. Heißt, wir gehen dann als nächstes noch in die Kirche. Bis dahin sage ich erstmal wieder Ciao, Kommentar und Daumen nach oben. Freut mich natürlich sehr. Und wir können ja mal drüber diskutieren, warum Tenma auf was Tenma mit mir zu tun hat. Bitte keine großen Spoiler, also wirklich nur Theorien oder sonstiges. Bis dahin sage ich auf jeden Fall erstmal Ciao.